In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen, mit welchen Mitteln Sie Liebstöckel im Backofen, an der frischen Luft oder im Dörrautomaten trocknen können. Um das volle Aroma beizubehalten, sollte Liebstöckel noch vor der Blütezeit geerntet werden. Damit die Aromen beim Trocknen erhalten bleiben, empfiehlt sich eine Temperatur von etwa 40 Grad. Die Backofentür sollte während der Trocknung ein Stück weit geöffnet bleiben. Bevor der Liebstöckel seinen Weg in den Backofen findet, sollte das Würzkraut gründlich gereinigt werden. Hierzu reicht es vollkommen aus, die Liebstöckel gründlich zu schütteln, damit sich Schmutz und Insekten lösen können. Danach legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus und verteilen den Liebstöckel gleichmäßig darauf. Wichtig ist hierbei, dass die Kräuter nicht übereinander liegen, da sonst ein ungleichmäßiges Trocknungsergebnis der Fall ist. Nach ungefähr 3 bis 4 Stunden sollte der Liebstöckel getrocknet sein. Am besten erfahren Sie das, indem Sie die Blätter zwischen Ihren Fingerspitzen nehmen und zerbröseln. Ist das möglich, können Sie den Liebstöckel zum Auskühlen zur Seite stellen. Für das Trocknen an der Luft brauchen Sie ein wenig Geduld und Räumlichkeiten, die mindestens eine Temperatur von 20 bis 25 Grad haben. Außerdem sollte der Raum gut durchlüftet sein, ohne dass die Feuchtigkeit eindringen kann. Damit sich Schmutz und Insekten aus dem Gewürzkraut lösen können, sollten Sie den Liebstöckel gründlich schütteln. Danach binden Sie 3 oder 4 Stängel mit einem Küchengarn vorsichtig zusammen und hängen das Bund kopfüber an einen geschützten Platz auf. Wichtig ist hierbei, dass die Kräuter keiner unmittelbaren Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, da dadurch die ätherischen Öle verloren gehen. Nach ungefähr 5 bis 7 Tagen ist der Trocknungsvorgang vollständig beendet. Die Blätter beginnen zu rascheln und die Stängel lassen sich sehr leicht brechen. Auch im Dörrautomaten ist eine Trocknung ohne weiteres möglich. Dabei sollte allerdings eine maximale Temperatur von 40 Grad gewählt werden. Voraussetzung für die Trocknung im Dörrautomaten, dass Schmutz und Insekten vorher gründlich entfernt werden. Erst dann können Sie den Liebstöckel gleichmäßig auf den Trockensieben verteilen. Wichtig ist dabei, dass die Triebe nicht übereinander liegen, da diese Tatsache den Trocknungsvorgang unnötig hinauszögert. Damit das Trocknen ein Stück weit schneller geht, können Sie die Trocknungssiebe durchaus zwischendurch rotieren lassen. Der Trocknungsvorgang dauert ungefähr 6 bis 8 Stunden. Zwischendurch sollten Sie allerdings nachsehen, ob die Blätter bereits getrocknet sind, da es manchmal durchaus schneller gehen kann. Wir hoffen sehr, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.